So, Freunde, recht herzlich willkommen zurück zu Shadow of the Colossus. Das letzte Mal haben wir den 11. Koloss besiegt. Und ich habe euch gezeigt, was passiert, wenn man mit maximaler Ausdauer diesen Laden hier hochklettert. Und es war ein bisschen enttäuschend. Aber ja, so ist das halt im Spiel. Man braucht es für Trophäen. Ja, dann wollen wir uns mal den nächsten Boss nähern. Dann schauen wir mal, was wir reißen können. Damit ich wieder rausfinden, wo der ist. Gut, okay. Auch da hinten irgendwo. Da guckt man am besten schon mal direkt, wo man so lang reitet. Hier noch mal die Brücke da hinten. Die haben wir auch noch nie genommen, glaube ich. Oder Überquerung da. Bei den Pfosten da, glaube ich. Ja. Schön an aus, so mit den Wasserfällen. Aber wieder einmal ist es einfach ein weiter Weg. Ja. Slalom. Guck mal, was ist denn der nächste Boss? Wie viele fehlen denn jetzt noch? Ich habe ja 11, also 12, 13, 14, 15, 16, 5 Stück noch. Ich habe auf jeden Fall, genau, den Endboss, den weiß ich ja, dann noch 4 und einen weiß ich jetzt gerade auf jeden Fall noch, wie einer aussieht, wie ein Kampf aussieht. Ja, ich habe gerade, nee, 2, okay, ja, da gibt es noch einen. Von dem ich irgendwie auch dachte, dass der früher drankommt. Okay, von 2 Stück weiß ich jetzt gerade auf jeden Fall noch, beziehungsweise 3 halt mit dem Endboss. Einfach mit weiß ich jetzt auch gerade und naja, einen halt nicht, ne? So, müssen wir da hin? Ah, jetzt kommt diese lange Kletterpartie, glaube ich. Ja. Sehr schick aus. Wäre trotzdem sehr verbunden. Aggro, wenn du ein bisschen schneller rein würdest. So ein bisschen. Ich zwing dich jetzt nicht, aber. Dann halt nicht. Mir gefällt's hier. Leider kann ich überhaupt nicht sehen, wie das lang geht. Oh nein, das war hier so problematisch auch, glaube ich. Den Weg finden, der jetzt hier irgendwo verschollen ist. Man weiß halt nicht wo. Weil es zu dunkel ist. Beziehungsweise weil mein Schwert halt nichts macht, ne? Das Wasser kommt's nicht, alles klar. Also auch jetzt wieder scheiße, jetzt komme ich hier. Scheint doch sonst gar nichts zu sein. Wie war denn das jetzt nochmal? Fällt schon nicht hier runter, ne? Nein. Weiter hinten. Ich teste es mal. Ich spring mal rüber zu Fuß. Tschüss, Agro. Mann! Oh. Ich habe mich gerade abgefuckt über den, ihr wisst schon. Über die Dead Zone. Nee, hier war das doch nicht da. Oh, Mann, lauf doch! Oh. Ach, kack die Wand an. Wie war denn das jetzt nochmal? Ah.
Ich weiß es nicht mehr. Schon wieder nicht. Ach, leck mir doch die Füße wund, ey. Mann! Oh, dieser Dead... Alter, das macht so nervös, ne? Wenn du einfach nach vorne drückst und der einfach nur so rumstockert, ey. Das ist so nervig. Ihr könnt es euch nicht fucking vorstellen. Oh. Aha, aha, aha. Da kam ich von hier. Nee, doch. Aha, das ist ja spannend. Das ist ein anderer Weg. Oh mein Gott, das ist ein ganz anderer Weg. Ich dachte, das wäre der Ausgang da. I'm sorry. Bro, ich habe halt so fit, keine Ahnung. Kann auf die Map gucken. Los, lauf. Und zwar richtig. Ja, da kommt jetzt auch die Kletterpartie, die ich gerade angesprochen habe, ne? Ja, ja, doch. Ich reite nicht, aber ich ist es nicht notwendig. Oh! Ja, das will ich sehen. Vielleicht sollte ich doch reiten. Abro. Ja. Ja. Kannst du ein bisschen schneller? Dann halt nicht. Beten. Dann machen wir das doch einfach mal. Danke, Dormin, mir Kraft. Jetzt auch diese Kletterpartie zu schaffen. Okay, gehen wir rüber. Kletterbar. Oh, ich erinnere mich gerade an noch einen Boss, der noch kommt. Ach ja, geht nicht. Richtig. Vielleicht war der sogar hier schon. Nee. Musste ich hier einfach ins Wasser? Ich glaube schon. Ich muss hier einfach ins Wasser. Oh nein, der... okay, ich habe alle wieder zusammen auf jeden Fall, die noch fehlen. Den habe ich ein bisschen verdrängt. Der war auch ein bisschen anstrengend. Glaube ich. Weil ich weiß jetzt gerade aus dem Kopf auch nicht mehr genau, wie der funktioniert. Aber wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Ich glaube an mich. Hi. Wie funktioniertest du nochmal?
glaube, ich hab's wieder. Zumindest den Anfang. Ich glaube, der Trick war es einfach, direkt an dem vorbeizuschwimmen. Weiß nicht ganz direkt, aber ich habe genug Ausdauer. Ich glaube, es sollte gehen. Ja. Sehr gut, okay. Bin schon mal. Na. Was tust du denn da? Kletter da hoch, Bro. Okay. Ja, schüttel dich ruhig. Das ist fein. Ich kletter mal weiter. Interessant, dass ich aber weiter klettern kann. Oder richtig Bock hat, mich loszuwerden. So, und jetzt kommt der lustige Teil. Denn das war's natürlich noch nicht. Aber wir stehen schon gut. Das ist tatsächlich ganz geil. Nämlich so lustige Zähne hier oben drauf, wie man vielleicht schon sieht. Jetzt stehst du schon wieder nicht mehr geil. Den können wir anhauen, was jetzt nicht funktioniert hat. Klang. Dann lenkt er da hin. Oh, ich glaube, ich musste da raufspringen und dann irgendwas machen, ne? Du Arschloch, was? Alter, der mich weggejietet. Was war das denn jetzt? Das ist ja wohl wieder unglaublich. Digga, jetzt schwimm einfach. Oh, boah, ich werde so wahnsinnig bei diesem dreckigen Scheiß-Controller. Alter, hat der mich da weggejietet? Das kann ja wohl nicht angehen, ey. Ich finde es sehr interessant, dass ich trotzdem weiterklettern kann. Wenn der sich hier abschüttelt. Wobei es diesmal nicht so gut funktioniert. Stehen natürlich komplett scheiße, war klar. Meine Güte. Ich werde mit so ein bisschen Auto-Aim. Danke. Hoppala. Okay, komm. Schnell hinter. Aber wie ging das jetzt? Ah, doch, ich weiß wieder, wie das ging jetzt. Moment, jetzt kommt er nämlich genau. Kommt nämlich hier raus. Geile Sau. Und jetzt kann ich dem voll an die Wand springen. Zack. Das ist schön, wa? Bam! Scheiße. Ich hänge noch dran. Oh. Jo. Alles klar, mein Kumpel. Ich habe den gerade fast gekillt, Alter. Holy shit, das hätte ich nicht erwartet. Ich glaube, man kann den First Try killen, aber... ohne Training und so. Wo bin ich? Da. Oh nein. Rebecca! Schnell an ihm vorbei, einfach nur. Irgendwie. Ich habe genug Ausdauer. Ich kann auch in 2 Minuten um die rumschwimmen. Das ist gar kein Problem. Lalalala. Das nervt dann halt nur ein bisschen irgendwann, ne? Ah, ah.
Der Boss ist eigentlich überhaupt nicht schlimm. Ich weiß gar nicht, warum ich da jetzt irgendwie so negativ war. Ah, kurz Nase kratzen. Oh. Geh mal direkt dahin, bitte. Okay, bin gut geflogen. Ah, schnell verstecken. Okay. Sicherheitsverstecken. Hi. Ich weiß immer nicht, ich glaube, der kann sich auch verpissen, leider. Kann da auch Pech haben, dass er nicht rafft und dann einfach nicht so hoch springt, wie er es gerade vorhin tat. Hey! Ich bin einfach nach links gelaufen. Ja? Ja, das will ich sehen. Wir warten lieber nochmal kurz. Zack, zack. Oh mein Gott, Alter. Okay, und tot. Ich dachte gerade, ich wäre dran vorbeigesprungen, ey. Eieiei. Ach ja. Kolosse im Wasser besiegen ist immer wieder eine spaßige Angelegenheit. Da wartet der komische Schatten mal ein bisschen. Sonsino. Ein bisschen Story. Okay, da weiß ich sogar schon Bescheid, was der nächste Boss ist. Okay, cool. Story ein bisschen gehabt. Ja, das war ein Reiter. Ich muss jetzt auch nur ein bisschen mutmaßen, weil ich das auch nicht mehr so ganz weiß, aber... Oh, warte mal, war das nicht eine... Warte mal kurz. Ich glaube, für eine Trophäe musste man sogar einen Gegner... Springt so verzögert. Mit so einem Ding killen. Also indem man quasi auf ihn rausspringt und so. Ja. Was wollte ich sagen? Ja, so Reiter, die jetzt wahrscheinlich mich verfolgen. Und auch die gute Dame hier. Weil sie ja irgendwie rituell geopfert wurde. Und ja. Die wollen sie wahrscheinlich wieder zurückhaben.
Gehe ich jetzt mal von aus. Auch cool, dass ich das jetzt schon mal angeteased hat. Ja, gut, Leute, dann war es das auch für heute. Passt doch perfekt. Beim nächsten Mal gibt es einen nächsten Boss, der war auch ziemlich cool. Ja, ja, doch, der war tatsächlich wieder ein cooler, so wie ich das in Erinnerung habe. Und dann noch 3 Stück. Interessant, weil ich habe noch so einen im Kopf, der irgendwie... In meinem Kopf war der so relativ am Anfang gespielt, aber der kommt wohl doch erst relativ am Ende. Interessanterweise. Naja, gut. Danke fürs Zusehen auf jeden Fall und... Ja, bis zum nächsten Mal, ne? Ciao!